Hallo Jule, mein Name ist Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt. Du warst hier im vergangenen Jahr ja im Halbfinale und nun sagen alle, du hast in der Zeit von damals bis heute einen großen Entwicklungsschritt gemacht. Wir konnten uns davon ja auch selber überzeugen. Kann deshalb in diesem Jahr hier nur der Titel der Anspruch sein? Ich glaube nicht. Dadurch, dass die letzten Wochen sehr intensiv waren für mich und ich ja viele Körner gelassen habe, komme ich jetzt nicht hierher mit dem Anspruch, das Turnier zu gewinnen, auch wenn ich hier letztes Jahr Halbfinale gespielt habe. Deswegen freue ich mich, morgen meine erste Runde hier spielen zu können und hoffentlich auch im Center Court. Und dann werde ich von Match zu Match sehen, wie es hier weitergeht. Ich höre es auch so. Yes, okay. David Siems von der Hamburger Morgenpost. Wie hast du die letzten Wochen verarbeitet? Ich spiele natürlich auf Wimbledon an und gibt es eigentlich, bei den Männern ist immer die Rede von dem Last Eight Club. Gibt es den auch bei den Damen? Und wenn ja, wie war das Aufnahmeprozedere? Also es gibt den Last Eight Club auch bei den Damen. Ich habe es wahrgenommen, aber ich habe mir da jetzt keine großen Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt, weil das jetzt einfach so ein Add-on ist, dass ich jetzt die nächsten Jahre oder, keine Ahnung, für den Rest meines Lebens Tickets bekomme. Ansonsten, ja, wie habe ich die letzten Wochen verarbeitet? Viel Zeit blieb mir da nicht, dass ich mir großartig Gedanken machen konnte, dadurch, dass ich jetzt letzte Woche auch direkt Lausanne spielen musste aufgrund der Situation mit den Punkten in Wimbledon. Und jetzt bin ich hier, deswegen viel Zeit hatte ich nicht und ja, deswegen bin ich jetzt einfach optimistisch jetzt, wie die nächsten Wochen verlaufen, aber ich versuche da jetzt einfach den Schwung mitzunehmen und mir nicht großartig Gedanken darüber zu machen. Also du hast trotzdem, trotz der engen Niederlage gegen Tatjana, das trotzdem ein positives Gesamterlebnis gehabt in Wimbledon? Ja, definitiv. Also ich glaube, hätte mir das vorher jemand gesagt, dass ich Viertelfinale in Wimbledon spiele, dann hätte ich das definitiv genommen. Und das war mein erstes Mal, dass ich direkt im Hauptfeld bin, ohne Quali zu spielen. Und dass ich das geschafft habe, direkt im ersten Anlauf, ist extrem gut und ist ein extrem gutes Gefühl. Und hoffe aber natürlich, dass ich das nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren oder bei anderen Grand Slams noch besser machen kann. Florian Lütticke, Deutsche Presseagentur. Sie haben in Lausanne erzählt, nach dem Sieg gegen Eva Lys, dass es auch ein emotional anspruchsvolles Match war, weil Sie gut befreundet sind. Nehmen Sie das jetzt auch so ein bisschen wahr, dass Sie sozusagen aus dieser Generation jetzt, Lys, Schunk, auch so ein bisschen, dass die jetzt auch schon ein bisschen zu Ihnen aufschauen durch den Erfolg in Wimbledon und durch das, was Sie sonst auch bislang danach erreicht haben? Das kann ich nicht sagen, das müssen Sie die anderen fragen. Aber ja, es war definitiv ein sehr, sehr schwieriges Match für mich. Mir war bewusst, dass es ein schwieriges Match wird, weil es auch einfach für mich ums Main Draw bei den US Open ging und dann gegen einer meiner besten Freundinnen zu spielen, ist extrem schwierig. Und dadurch, dass ich auch immer hoffe, dass Eva natürlich gewinnt, dann gegen sie zu spielen, ist einfach, das ist eine beschissene Situation, wenn man das so sagen kann. Deswegen habe ich das hingenommen, dass ich es gewonnen habe, aber das war es dann auch schon. Barbara Rittner hält dich ja für die deutsche Spielerin mit dem besten Gesamtpaket, sagt aber auch, dass du manchmal noch ein bisschen mehr aus deiner Komfortzone rauskommen könntest und unheimlich viel Potenzial noch hast, was du heben kannst. Pflichtest du ihr bei und wo ist das Potenzial, was du heben kannst, am größten? Ja, mit der Komfortzone müssen Sie sie fragen, was damit gemeint ist. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, ich habe jetzt extrem gut gespielt und versucht, es einfach immer besser zu machen. Und was am Ende dabei rauskommt, das werden wir dann sehen. Und was andere Leute sagen oder was über mein Spiel gesagt wird, Potenzial, das
klar nimmt man das wahr und das ist auch schön zu hören, aber das ändert nicht wirklich was daran, weil ich trotzdem die Leistungen bringen muss und trotzdem auch an Sachen arbeiten muss und das versuche ich. Und ob sich das dann am Ende auszahlt oder ich das bestätigen kann, was andere Leute sagen oder behaupten, das werden wir dann sehen. Gab es irgendwas, mit dem Sie sich in Wimbledon belohnt haben für den Erfolg? Also irgendwas Besonderes mitgenommen? Irgendwas aus dem Shop da oder Ähnliches nochmal? Oder irgendwas Besonderes? Nee. Also jeder Spieler, jede Spielerin hat einen 250-Pfund-Voucher bekommen. Da bin ich dann nach dem Match nochmal kurz mit meinem Physio in den Shop gegangen und habe ihm aber das Geld überlassen, weil ich nicht wirklich in der Stimmung war, da jetzt irgendwie was mitzunehmen. Und ich natürlich auch davon ausgehe, dass ich die nächsten Jahre da noch öfter sein werde. Deswegen habe ich ihm das Geld überlassen und habe mir nur so ein Notizbuch mitgenommen. Das war's, ja.